Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier am Marsch, Nordfriesischen Marsch. Heute werden wir mal ein bisschen Wasser kaufen, und zwar Bier, mit noch zwei Ladungen Bierkästen. Dann ist die Brauerei erstmal wieder alles leer. Dann geht's noch zur Molkerei. Da wird sicherlich einiges an Milch da sein, Milchprodukte, also Käse, Butter und so Zeug. Und dann haben wir auch heute mal die Zeit wieder voll ausgenutzt. Ja, und dann muss ich sehen, vielleicht kommt noch einiges zusammen bei Hackschützel. Oh, Gegenverkehr. Und beim Fleisch vielleicht. Die Nacht werde ich ein bisschen, noch nicht. Bis 10 Uhr nachts werde ich schlafen, also arbeiten. Also 22 Uhr. Und ab dann wird er geschlafen für knapp 8 Stunden. Es ist Frühling, da können wir dann früher aufstehen, ne? Bisschen nur, ne? Und dann sehen wir weiter, was morgen anliegt. Mein Morgen ist die Brauerei auch wieder was da, ne? An Bier, ne? Geht von aus. Aber mal sehen, was morgen die Temperatur ansagt. Vielleicht müssen wir auch schon die erste Aussaat durchführen. Wir haben ja nicht mehr viel Aussaat, sondern nur noch Anführungszeichen. Hopf, also wir haben noch Hopfen auszusehen. Zwei Ladungen. Die müssen wir jetzt vorbeilassen, wo der sonst. So. Dann können wir erst wieder rausfahren, wenn wir kaufen. Und komm hin, mach hin. Geht doch nicht. Zeit ist Geld. Oh, mit halbe Million wieder. Dann können wir derzeit mal kurz zurückfahren. Weil das muss nicht sein, dass wir Zinsen zahlen müssen, ne? Ich habe nämlich aufgenommen für den Anhängerkauf, für den Tiere füttern, weil der andere war nämlich belegt. Mit wie jetzt auch. Ne, jetzt. Ne, der nicht. Der nicht, das ist der andere. Das ist ja hier der unser Transporter für vor den Feldern nutzen, ne? Ein bisschen größer wie der andere. So, dahin geh. Öffne Bierfass, Bierkästen. Maximum. Zack. Und zurück. Das ganze Bier her. Können wir ja noch richtig was verhökern hier. So, jetzt haben wir wieder voll. Vielleicht auch mal rechts rumkommen hier. Irgendwie, na, gerade so, ne? Das war eine alte Brauerei. Bierfass. Mal ganz kurz gucken, wo das beste Preis ist, ne? Ja, das muss noch sein. Wir wollen ja nicht verschenken. Bierkästen. Stadion. Nee. Aldi. Das ist ja weit im Süden. Fahren wir an der Stadion, das ist so weit weg. Das macht ja auch dem Preis nicht so dick aus. Oder auch Edeka 2000. Das Stadion ist mal richtig. So viel Unterschied macht es auch nicht. Denn wir wollen ja heute zwei Ladungen verkaufen, nicht, ne? Nicht nur eine. Und da ist schon mal eine Million heute Nacht dann drin auf dem Konto. Ne? Und morgen können wir dann entsprechend mal schauen. Ein, zwei Felder können wir sich noch leisten. Die 7 und die 8 oder so. Ne? Dann haben wir mal einen größeren Kreis hier mal erledigt. Ne? Dann können wir da Hopfen noch anpflanzen, rein theoretisch. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Ein Feld wollte ich mit Rüben machen, also ich wollte ja mit Rüben mal einsteigen, ne? Also Zuckerfabrik wollte ich mal kaufen. Wenn alles klappt, was hier klappt, also wenn jetzt theoretisch neue Karte kommt bei Thüringen, dann werde ich nicht unbedingt noch Rüben da ernten, aber
Aber, wie gesagt, aber. Das weiß ich noch nicht genau. Weil das nächste Mal habe ich da noch zu tun mit den Rest Weizen ernten und dann kommt da noch Mais, der eigene Mais ist ganz wichtig, dass ich den noch ernte und die Soja. Mais und Soja werde ich vor Ort verkaufen. Wahrscheinlich werde ich jetzt mal ein Lager fahren. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt, wann die neue Karte kommt, wann er fertig ist. Also, wann alles vorhanden ist und das entsprechend. Er redet ja nicht so viel, ne? Also, er will auch keinen Druck machen, ne? Für mich ist ideal, wenn das zum Beispiel so ist, dass ich gerade den Augenblick alles fertig habe und die neue Karte kommt. Blöd ist natürlich, wenn ich jetzt, naja, blöd, wenn ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gebrauchen kann und ich kann nicht damit indirekt Werbung machen. Ne? Also, ich sag mal so, wenn das kommt und ich habe das in meinen Tags drin, in diesen Suchbegriffen, das kann sich dann auswirken auf die Einschaltquote. Ne? Aber wie gesagt, es ist wie es ist, ne? Ich will ja die zumindest alles abschließen. Also die Ernte ist ja auch eine gute 500.000. Das würde ich gar nicht verschenken, ne? Dann wären wir blöd, ne? Anführungszeichen. Ich, ne? Wir nicht. Ich kann nur von mir sprechen, ne? Also ich kann nicht von anderen sprechen, ne? Also ich würde gerne das Geld dann verdienen, ne? Oh. Einmal noch Bier. So. Dunkel ist hier mächtig, schwierig. Jetzt haben wir 18 Uhr. Ah. Aber wisst ihr was? In Dunkelheit tun wir es nicht an. Ich fahre jetzt zurück zur Brauerei, weil, oder ich lasse ihn hier rechts stehen. Oder stelle ihn am Bahnhof ab. Oder wir fahren zum Hof zurück, das nützt ja auch nichts, wir mal gucken. Aber ich finde mich hier auch nicht zurecht, da. Wir fahren über den Bahnhof, weil im Dunkeln hier ist ja nicht lustig. Das ist ja so schattendüster hier. Ne, da sehe ich ja nichts und das macht das Fahren keinen Spaß. Und die Tiere sind ja versorgt. Wir fahren zum Hof zurück, unseren Container und machen ein Nickerchen. Und morgen früh geht es dann weiter, wenn es hell ist. So. Einmal wie wollte ich einmal kaufen, mal sehen. Bleibt mal das noch kleiner her. Und wieder aufstehen, ne? Oder schlagartig dunkel, ne? Dann können wir auch noch Hackschnitzel fahren lassen oder beziehungsweise Stroh. Ja, werden wir auch noch machen. Aber nachher. Oder das können wir noch einstellen, ist ja im Hellen, ne? Das machen wir gleich im Hellen. Da kann er über Nacht die Produktion weiterlaufen. Wir brauchen nur ein freies Fahrzeug. Der Anhänger müsste ja eigentlich hier stehen normalerweise. Brauchen einen Traktor immer. Das sagt sich so einfach, ne? Brauchen einen Traktor. Den können wir den nehmen von der Milch, ne? Also der Milchwagen. Der ist ja mal frei, obwohl Milch morgen auf. Na morgen, na ja, gut. Der muss ja nicht sofort, ne?
gucken, wo ich ihn lassen habe. Eigentlich wollte ich den in eine Halle reinstellen, also gedanklich war ich dabei gewesen. Habe es gerade nicht gesehen. Denn wir haben so viel Strom drin, das muss ja irgendwo hin. Der ist gerade fertig geworden. Bergmann. Und wir können auch den roten nehmen, das hat nicht. Ach, da ist der gelbe. Wollte gerade sein. Wir nehmen den roten. Der gelbe ist da, da ist was drin. Hacknutzer. Den müssen wir erstmal bei Gelegenheit mal dahin fahren, ne? Mit den großen hier. Bevor wir hier nachts schlafen, da kann er. Obwohl das ja so ganz schnell läuft, ne, dann kann er mal weiterarbeiten. Aber die Arbeit geht ja weiter bei der Betriebe. So. Als erstes mal hier hinstellen. Dann Stroh. Dann beladen. Und zwar Brauerei, Hacktützel, Abladen, ne. Beladen. Beladen, Stroh. Abladen. Ne, Papier kriegt nicht. Kurz mal ranfahren lassen. Und dann können wir aussteigen und dann uns mehr bequem machen, ne? Mal schauen, ob wir da hinkommen oder mit klarkommen mit dem Beladen. Jetzt prüfen wir noch ganz kurz. Also wir sind dabei. Bist du Loch? Da oben ist es. Ja, das funktioniert. Dann können wir da eigentlich auch nicht raus. In diese Schlank. Geht's noch. Machen wir hier mit ein Nickerchen jetzt hier. Anführungszeichen. Die Zeit überspringen. Die Tiere sind versorgt. Und da können wir gleich mal früh weiterfahren mit Bierverkauf. So, schnell rüberlaufen zur Container, ne? Mal den mal vorher noch entlassen. Die kommen so nix. Dann müssen wir morgen früh mal weiterarbeiten, ne? Also immer. Sonst läuft die ganze Zeit nur noch nacharbeiten und ist auch nichts. Viehhändler. Ja, da müssen wir auch düngen, dann machen wir aber mit Ritt. Da muss eh noch mal gemacht werden, also dann geht er hier zurück. Ja, sieben haben schon gekauft. Die Rübenfabrik war hier vorne irgendwo. Da in D. Da kommt die hin. Da könnte man die 7 ja machen, theoretisch. So. Theoretisch. Licht machen, aber wissen, wo wir sind. So, jetzt haben wir Uhrzeit. 19 Uhr, also 5 Stunden und 5 macht 5. Locker 12 Stunden. Oh, das geht. Ich dachte schon, er geht nicht. So. Das sind Lohnzahlen unserer Outright-Fahrer, ne? Also die Zeit geht ja so schnell. Oh, ist hell. Ist hell, die Temperatur 6. Dann werden wir gleich mal uns um den Nacharbeiten kümmern. Und dann könnten wir auch diese das gar nicht gepflügt wurde mir aber auch. Da, aber hier machen wir gleich nach. Soll's. Also wir fliegen noch richtig, ne? Wir haben noch richtigen Flug. Breiten von 10 Meter Arbeitsbreite. Also die Nachteile sind, dass die Ecken so blöd sind, ne? Oh, es gießt ganz schön draußen. Brauchen wir nicht gießen draußen, ne?
So, oh, die Folge geht wieder zur Neige. Geht zur Neige, aber noch nicht ganz zu Ende. Aber wie gesagt, jetzt kann die Aussaat ja beginnen mit Hopfen. Zum einen. Rüben noch nicht. Da muss man gucken. Hopfen auf jeden Fall, da geht was los. Also vorbereiten jedenfalls. Verkaufen, naja, muss halt noch einen Tag warten, ne? Erstmal fahren wir Stroh zur Pelletfabrik und Bier geht auch noch eine Lieferung. Also Gerste. Mal sehen, ob das nachher voll wird. Normalerweise, ja, Hopfen war ja voll. Also halb voll. Nicht ganz voll. Wir machen nur 8 km/h. Muss ich reparieren. Müssen wir ja nicht jetzt, ich meine, muss ja nicht jeder Zipfel gemacht werden, ne? So. Gehen wir ganz kurz hoch mit dem Flug, damit wir da in einer besseren Position kommen, damit wir das auch schaffen. Der Wenderad ist ein bisschen kurz. Den großen, mit den breiten Reifen. Der nicht runter, weil er aufliegt. So. Und gleich mal die Restarbeiten durchziehen. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Mal eine normale Folge. Mal geschafft. Dann seid mal tschüss und ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen, ne, und für fleißig liken und so, ne? Und allgemein für alles fleißig machen, fleißig gucken und so. Ja, morgen geht's hier weiter mit dem Marsch. So, Aussaat vorbereiten, Aussaat beginnen und schauen, dass wir das hinkriegen, dass wir alles vielleicht noch geflügt kriegen. Mal gucken ganz kurz, machen Wachstum durch ist. Könnte sein, dass wir mal live düngen können, ne? Könnte sein. Sehr wahrscheinlich. So, dann sagen wir tschüss. Schau, bis denn morgen. Ne? Wenn ihr wollt, Lust habt, ich bin da. Tschüss.